mein Freund. Lass uns losrollen. Okay, ich bin bereit. Juhu. Oh, Kirby, du bist... Du rollst viel zu schnell. Nein! Autsch. Katztastisch begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Oh, da oben ist ein Stern hier auf Katze. Hallo, meine Lieben. Ja, Kirby ist dabei, beziehungsweise L-Girl. Und hier gibt es einen seltenen Stein. Ein Regenbogenstern für uns. Jetzt haben wir schon 17. Wir gehen auch bald zum Waffenhändler. Aber nachdem wir in der letzten Folge nur in der Waddle-Dee-Stadt waren, schlage ich vor, auf geht's wieder zu... Rotharts verbotene Lande. Ja, schön dramatisch die Musik. Oh nein, was wird uns jetzt wohl erwarten? Pass auf, das nächste Level heißt... Versammlung des Bestienrats. Oh la la. Ja, da erwarten uns einige Gegner aus der Vergangenheit. Echt jetzt? Ja, ja. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Ich freue mich. Oder auch nicht. Das wird super. Da kommt der erste Hund. Der erste Wund. Der erste Hund. Der erste Hund, der ist schon wund, wenn du mit deinem Schwert zuhaust. Da ist der zweite. Achtung, ich helfe dir. Warte. Jetzt. Elge, hier gibt es auf der rechten Seite noch einen geheimen Pfad, den nehmen wir jetzt. Den geheimen Pfad, hoffentlich brennt der nicht. Ja, ja, nee. Ich habe nämlich schon gesehen, boah, eine Überraschung. Was sagen wollte, ich habe schon gesehen, dass hier Feuerbälle aus der Luft nach unten schweben. Ja, ganze Asteroiden. Asteroiden oder Meteoriten? Ja, weiß ich nicht. Was genau ist das? Weiß ich auch nicht. Vielleicht sind es Meteoriten. Vielleicht kann uns ein astrologisch versierter Zuschauer helfen. Oh, schön formuliert. So, gut, dass du die Fähigkeit hast, nicht einsetzen, denn wir brauchen sie jetzt. Also, was soll ich mir hier raussuchen? Ignoriere alles. Ah, okay. Und da oben siehst du schon den Irokesen-Gorilla. Oh nein. Ja, komm. Gustav, der Gorilla. Komm. Geh zu mir. Genau. Schön aufladen. Und jetzt, hau mal auf den Boot. Die Hälfte der Energie schon abgezogen. Boah, voll gut. Aber jetzt habe ich ja gar keine Fähigkeit mehr. Ja, leider nicht. Du bist wieder auf die Sterne angewiesen. Boah, gut ausgewichen. Weiter so. Ausweichen. Kirby, springen. Und jetzt auf den Boot zaun. Da sind die Sterne. Einsaugen. Die saug ich jetzt ein. Warte. Und auf ihn spucken. Bitteschön. Und noch ein. So, jetzt komm. Ich mach den Blatt. Schön mit meinem Speer. Und keine Sterne. Oh, du hast ihn voll erwischt. Ja. Voll gut. Dankeschön. Kaboom. Den haben wir mal schön besiegt. Ein Auto. Der hat uns ein Auto da gelassen. Ja, jetzt müssen wir mit dem Auto schnell düsen. Na super, steig ein. Okay, warte. Okay, warte. So, und da oben ist jetzt ein Waddle Dee, den wir retten müssen. Okay. Hoffentlich funktioniert das. Dann du. Mach dich direkt auf den Weg. Aber Achtung, die Zeit läuft. Du musst dich ja ein bisschen beeilen. Oh nein, oh Gott. Und komm. Auch noch. Springen. Oh, Glück gehabt. Und nach oben. Gas. Aber Gas geben. Gas. Oh, da war ja eine Brücke. Oh, das. Komm mal, jetzt um die Kurve. Nein, ich hab mich verletzt. Du kannst noch schaffen, aber Gas geben. Ich versuche mein Bestes. Jetzt dadurch. Ja, geradeaus. Nein. Oh, in die Lava. Und jetzt müssen wir sogar unten anfangen. Oh nein, voll unfair. Aber ich glaube, den armen Waddle Dee schaffen wir nicht mehr. Nee, der ist nein. Jetzt ist die Frage, wo hat L-Girl ihren Führerschein gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Nicht in Rotharts verbotene Lande auf jeden Fall. Da Hallo, nicht. Gas. Spring. Hey, das war fast on time. Das war fast rechtzeitig. Warte, ich fahre wieder nach unten, das schon, um ein bisschen Gas zu geben. Und jetzt. Und springen. Okay. Geschafft. Und jetzt Achtung. Und biu, zack, fällt die Holzbrücke runter. Ei, geschafft. Jetzt gehen wir schneller durch. Und die Leiter nehmen wir. Komm, beeil dich. Volle Kraft voraus. Schade. Okay, aber ich habe mein Bestes gegeben und das ist, was zählt. Ja, richtig schön gesagt. So. Jetzt gibt es hier Energie. Das ist vor allem für dich wichtig. Hä? Ich komme da unten nicht rein.
Ja, da kann man auch nicht rein. Ah, ich dachte, da leuchtet es. Vielleicht hat da jemand einen Schatz vor uns versteckt. Zum Beispiel der besiegte Gorilla. Das wäre interessant, aber ehrlich. Oh, was so, nehmen wir hier? Hier unten gibt es Fähigkeiten auf Stufe 2. Ich empfehle dir rechts oben die auf Stufe 3. Dann nehme ich natürlich das Feuer. Okay, okay. Vulcanos Locos. Vulcanos Locos. So, what? Kenne ich auch noch. Ja, der ist gefährlich und am besten gleich ausweichen. Oh nein, oh nein. Oh. Ja, ja, ja. Also mit Gegnern, die so schnell und windig sind, da habe ich so, meine Schwierigkeiten. Hey, gib mir mein Feuer wieder. Vorsicht, Vorsicht, Elke. Oh. So, und da gleich. Er dich fokussiert, kann ich ihn in Ruhe attackieren, glaube ich. Hey, mein Feuer. Oh. Gleich dreht er sich. Achtung, Elke. Oh, ja, warte. Jetzt, fast. Rechtzeitig ausgewählt. Achtung, Elgar! Und ausweichen! Hier, sag die Sterne an. Und auf ihn schießen. Sehr gut. Und nochmal. Die Sterne sind weg. Ja, die bleiben nicht lange da. Das ist meine Fähigkeit. Das nimmt mir viel Energie. Elgar, du brauchst eine Tomate. Tomate. Schnell noch mit der Tomate gerettet. Ja, das sind beide gerettet. Sonst vorbei gewesen. Die Tomate fühlt mich auch Ey, was soll das? Vorsicht. Ey, lass mich doch mal in Ruhe. Und nochmal. Jetzt. Ein finaler Spuck. So, komm, noch ein finaler Spuck. Hä? Der hat einen Satz zurückgemacht. Hey, lass mich. Ich attackiere ihn. Gut. Aber Achtung, gleich macht er. Nein. Wir brauchen einen finalen Spuck. Warte. Okay, scharf. Du hast ihn nicht final bespuckt, aber final gebiekst. Ja, mit meinem Speer, mit meinem Superspeer. Oh je. Das Gürteltier haben wir auch erledigt. Ja, ja, das war nicht einfach, aber wir kriegen jetzt hier noch ein kleines Geschenk, eine Kiste. Eine Schatzhöhle. Und da haben wir ein Waddle Dee. Da ist Nisa. Hallihallo, willkommen zurück bei uns, bei den Waddle Dees. Nisa ist befreit und wir setzen unsere Reise fort. Ja, wir haben noch einiges vor uns und es wird weiterhin lustig werden. Jetzt geht's mit der Rolle los. Ich seh schon. Oh, aber nein. Timing, gut. Wow. Jetzt rollen lassen. Entschuldigung. Nicht schlimm. Spring. Oh. Abgestürzt. Und auf ein neues. Noch einmal. Und jetzt spring. Piu. Na, egal. Dritter Versuch. Jetzt klappt's 100%. Und hüpf. Jetzt. Ja. Und spring. Hüpf. Ja. Oh. Jetzt alles rollen lassen. Abgeräumt. Okay. Boah. Sehr gut. Alle Geschütze mitgenommen. Geschafft. Und da ist noch ein Waddle Dee. Cool. Müssen wir retten. Wer ist das? Das ist Rosa. Liebe Rosa, herzliche Grüße. Perfekt, willkommen in der Freiheit. Genau, das ist die Freundin von Emma übrigens. Aha. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Jetzt hier einsaugen, genau. Oh. Dann kriegst du nochmal Energie zurück. Achtung, ich komme. Das ist ein bisschen schläfrig, der Kirby. Übrigens, ganz kurz zu den Namen der Waddle Dees. Wir haben leider nicht mehr viele übrig. Aber es sei gesagt, weil es mal erwähnt wurde, es kommen keine Namen doppelt oder keine Katzen-Community-Freunde und Freundinnen kommen doppelt. Es gibt einfach nur viele, die ähnlich heißen oder genauso heißen. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich suche eine Fähigkeit aus. Also ich empfehle dir den Entdecker oder die Eisfähigkeit. Dann glaube ich, nehme ich Eis, oder? Ja, Eis kann ich dir sowieso empfehlen. Und hier nehme ich nochmal ein Eis. Entschuldigung. Ja, ich glaube, es ist eher ein Milchshake. Und ein Milchshake, aber das ist ein Eis. Achso, ja, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Oh, Tatsandra. Hallihallo. Oh nein. Komm, die machen wir Platz. Oh nein, der wird gleich auf Anhieb hier. Oh, naja, okay, von wegen Eisfähigkeit. Achtung. Ich nehme lieber das Schwert. Hau rein, mach sie Platz. Katandra, ich komme, nimm das und das und das. Sehr gut. Oh, viel Energie verloren, aber sie kommen wieder Achtung. Runter. Oh, gut geschützt. Ich habe es geschützt. Hier, Achtung. Und hau nochmal schön auf den Putz. Hier. Gleich ist sie platt. Gleich ist sie platt. Schaden. Aua. Nimm noch wenige Schritte. Warte. Schläge, wie auch immer. Perfekt, weggesäbelt. Aber so schnell haben wir sie, glaube ich, noch nie besiegt. Nein, das zeugt davon, dass ich ganz schön starke Waffen mittlerweile habe. Ja, das war wieder das Schwert auf Level 2, aber stark ist es allemal. Ja, okay. Wo gehen wir jetzt hin? Wir klettern kurz die Leiter nach oben. Ich mit meiner Höhenangst. Ja, du schaffst das. Und? Wen haben wir denn hier?
Das ist David. Lieber David, herzliche Grüße. Miau. Willkommen in der Freiheit. Und für uns geht's weiter? Genau, und hier hinten gibt's noch ein kleines Geheimnis. Das darfst du mal entdecken. Oh, cool. Eine Blaupause. Eine Sturmtornado-Blaupause. Ja, cool. Da können wir den Sturm entfachen. Na super. Aua. Aber jetzt wird's richtig lustig. Vor allem für dich, weil du jetzt Steuer hast. Oh, ich sehe schon. Hey, nein. Gut festhalten, mein Freund. Gut festhalten, Freunde. Achtung! Jetzt bin ich mal gespannt, wie du uns hier durchmanövrierst. Ah, ich muss schon lenken. Ich dachte irgendwie, ich dachte, den muss ich berühren. Miu! Achtung, miu! Nein, Überraschung verpasst. Popcorn für uns und... Jetzt Schalter aktivieren. Dusch. Und es ist ganz schön tricky mit den fliegenden Feuerbällen. Links und rechts. Und nach oben. Und Achtung, Achtung. Oh. Was hätte ich machen müssen? Ausweichen, links oder rechts? Ah, okay. Niu, niu. Niu. Immer schön die Schalter. Achtung. Perfekt. Schalter verpasst. Nein, ich hab den Schalter verpasst. Nein, da wäre ein Waddle Dee gewesen. Ich hab's fast vermutet. Erstmal entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich den letzten Schalter nicht getroffen habe. Ja, tut mir leid. Wow, aber hier? Wow, da geht's noch weiter. Ich wollte sagen, da warten drei Freunde. Warte, ich häng jetzt. So, jetzt aber. Miu. Wow, ein bisschen Geld für uns. Perfekt. So, ein bisschen Gold einsammeln. So. Yeah. Und jetzt geht's zur Befreiungsaktion. Genau. Da haben wir Bela, Jakob und Giuliano. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen in der Freiheit. Naja, ein Waddle Dee haben wir nicht befreit. Nee, zwei Waddle Dees haben wir nicht geschafft. Das tut mir leid. Aber wir haben Tazandra besiegt. Das ist schon mal gut gelungen, würde ich sagen. Ja, und das ist super viel wert. So, und hepp auf den Warpstern und... Weiter geht's. Wohin geht's jetzt? Showdown des Bestienrudels. Und da geht die Post ab, L-Girl. Da geht die Luzi. Das ist tatsächlich das letzte Level, in dem man Waddle Dees retten kann. Echt? Naja. Oh, dann gucken wir mal, wen wir hier noch befreien können in dem letzten Level. Also gut. Rein mit uns. Showdown des Bestienrudels. Na toll. Jetzt gucken wir mal, wer hier noch auf uns wartet. Achtung, da schaut einer in den Krater. Da schaut einer in den Krater. Die habe ich mal Wüstenfüchse genannt, ne? Ja. Das sind Kraterfüchse jetzt. Kraterfüchse. Wie heißen Kraterfüchse? Kraterfüchse heißen Kraterfüchse. Achso, würdest du denen keine besonderen Namen geben? Nee, Kevin der Kraterfuchs. Kevin der Kraterfuchs. Das war Kevin der Kraterfuchs. Jeder hat einen Namen. Aber die Sorte heißt Kraterfüchse. Oh nein! Die Sorte. Ja, also die Tierrasse. Oder wie nennt man das? Die Tierart. Ja, so. Die Tierart finde ich gut. Nein, es geht immer tiefer. Guck mal, wie Krater. Dramatisch die Musik hier schon ist. Ja. Es ist nicht umsonst das letzte normale, reguläre Level. Boah. Kurz vor dem großen Finale des Spiels. Oh nein, Achtung, ganz Achtung. Viele Kraterfüchse. Jetzt müssen wir zusammenhalten. Achtung, Hasen gibt's auch noch. Weg da. Hey, ich will mein Schwert wieder. Und Achtung, mach den Entdecker platt. Ja, ich komme. So, ein bisschen Geld noch. So, ja, nimm das mit. Gibt's hier noch was? Oder weiter? Weiter, wir laufen weiter. Okay. Wir haben jetzt rechts unten, hast du gesehen, ein Waddle Dee dafür bekommen, dass wir da jemanden, also dass wir die alle besiegt haben. Wow. Und machen wir doch mal eine Ausnahme und widmen diesem Waddle Dee jemanden. Ja, welches Waddle Dee wird wem gewidmet? Ich würde sagen, dass da haben wir gerade den Marlon gerettet. Dafür, dass wir alle Gegner besiegt haben. Perfekt. Liebe Grüße an Marlon an dieser Willkommen Stelle. Willkommen in der Freiheit. Eine Hebebühne. Los geht's. Und bitte achte auf diese Feuerbälle, die da kommen. Achte bitte auf die Feuerbälle. Okay. Das machst du ziemlich gut. Dankeschön. Oh nein. Helge, schnell. Oh nein. Oh, das macht schon viel Schaden. Ja. Da oben ist ein Waddle Dee. Und ich hab nicht meine Tomate. Nein. Oh nein. Schnell, den müssen wir retten. Da oben wartet der Jonas auf uns. Herzliche Grüße an Jonas. Super. Achtung. Der Feuerball ist ganz schön wütend. Upsala, ich habe die Füße verbrannt. So, Achtung, eins auf.
einsaugen und dann geht die Post ab. Warte, so. Ich warte kurz, bis der gespuckt hat. So, und jetzt. Nach oben. Ja, gibt's Energie, aber Achtung, oh. Gleich runter, gleich runter. Ja, genau. Oh, oh nein. Oh nein, es tut mir leid. Alles gut. Aber die Hebebühne wartet da unten auf uns. Guck. Ja, zum Glück. So, ich komme. Schnell einsaugen so, und dann geht's wieder jetzt geradeaus weiter. Mein Freund. Ja, ich halte ihn fest, ich halte ihn fest. So warte. Kann mir nichts passieren. Oh, hey. Das war wow, aber, hey. Ja, das war ein Feuerball, der echt irgendwie fast durchs Gitter gekommen ist. So, aber hier habe ich eine gute Position. Weiterfahren. Ja. Schnell weiterfahren. Und da vorne gibt es nochmal ein kleines leckeres Gericht, um deine Energie aufzufüllen. Achtung, einmal ausspucken. Ja, aber willst du nicht das Gericht noch nehmen? Ja, ja, warte, ich wollte erst da oben absetzen. Ja, aber so, ja, dann muss ich gegen alle kämpfen, alleine. Ach so. Dann streng dich an, ich komme gleich. Ja, toll. Wenn ich gefespert hab. Ja, toll, ja. Dude. Kirby, du bist ja echt aber ein Freund. Du hast es echt super gemacht. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht es in den Tunnel. Immer tiefer in den Krater hinein. Ich hoffe, wir finden den Rückweg. Und guck mal, weißt du noch, wie du den genannt hast? Nee. Oh, hast du eine Idee? Wie würdest du den nennen? Weiß ich nicht mehr. Wie habe ich den genannt? Weißt du das noch? Ja, Lila Blub. Ja, genau. Lila Blub. Lila Blub. Achtung, Achtung, Achtung. Sei vorsichtig, Kirby. Wir können eigentlich theoretisch weiter. Die Häschen kannst du ignorieren. Ja? Okay. Ja, ja, ja. Boah, ey. Aber das war echt, das finde ich echt fies. Und da oben ist Emily. Wir müssen Emily retten. Okay. Hey, jetzt haben wir doch alle Hasen besiegt, oder? Ja, wir müssen aber weiter. Oh nein. Okay, warte. Nimm dir die Feuerfähigkeit. Ja. Und jetzt, Achtung, kleiner Tipp. Achte auf die Schatten. Aha. Da weißt du, wohin geblurbt wird. Ah. Wo die Quaxikum, so heißen sie wirklich, wo sie hinspucken. Okay. Aber weiter, komm ich hab den Überblick verloren, warte. Ja. Hey Girl. Ja, warte. Aua. Hey Girl, aber du musst aufpassen. Ja, ja. Ich bemühe mich. Ja, ja, ja. Hey Girl, hey Girl. Nein, noch nicht in die Suppe rein. Ich bin baden gegangen. Oh nein. Na, tut mir leid. So, okay. Nochmal zu dem lila Blum. 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 So. Auf ein neues. Also, hier ein paar Hasen eins. Hey. Ja, aber... Wie gesagt, die Hasen kannst du theoretisch ignorieren. Ja, okay. Warte. Hey, lass mich hier mal durch, meine Freunde. Mom, ich helfe dir, oh, wenn nein. du unbedingt alle Hasen besiegen möchtest. Der Blimp hat mich getroffen. Und da oben ist, wie gesagt, oh, Emily. Also, wir müssen uns jetzt anstrengen. Sie wartet auf ihre Rettung. Ja, ich schaffe das, Emily. Ich verspreche es dir hiermit hoch und heilig. So, jetzt. Und jetzt auf die Schatten achten. Okay, ja, warte. Ja, genau. Nein, nein. Oh, gerade noch gerettet. So. Darüber. Und hepp, oh nein! Komm da hoch, Kirby! Ja, oh, gerade noch so geschafft. Und hepp. Weiter geht's. Und hepp. Boah, wie weit geht das? Vorsicht. Oh nein, jetzt sind hier zwei so blub. Okay, warte. Darüber. Oh, warte. Oh nein! Ich habe nur noch wenig Energie. Ja, du kannst jetzt einfach rüber. Du kannst auch rüber fliegen. Ja, okay, warte. Flieg, Kirby, flieg! Flieg, yes. Soweit du kannst. Flieg wie ein Vogel. Puh. Jetzt brauchen wir da oben Wasser. Ah, Wasser. Lecker. Ist so cool. Ich liebe Kirby als Wasserballon. Oh nee, oder? Wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück. Tatsächlich schon. Aber nicht über diese Plattform, sondern hier über einen Steg. Zum Glück. Wasser. Super. Jetzt hier vorne nass machen und putzen. Weg einmal mit waschen. Dir. Oh, hier gibt es ein bisschen Energie für uns. Ja, nicht nur Energie, sondern auch Wasser für dich. Ja? Ich glaube, in diesen Milchkartons hast du automatisch wieder aufgefülltes Wasser. Okay. Und jetzt aber geradeaus, sei mutig, lauf nach vorne. Okay, ja, warte. Mach's vom Weiten. Ja. Wow, gerade noch so. Nee. Und jetzt laufen wir geradeaus nach oben und da ist das nächste Quaxikum. Ja, warte. Komm! Achtung, hinter die Seite. Bemühe dich mal. Ja, toll. Bemühe dich, mich zu schützen. Entschuldigung. Jetzt da runter und dann... Und dann der letzte Kollege, der hat auf uns wartet. Ja, komm runter. Wir machen den jetzt platt. Ich nehme noch ein bisschen Wasser, aber geht auch theoretisch reicht das. Aber du musst näher ran, sonst triffst du nicht. Treff ihn doch. Warte, ja, aber, ein bisschen Hase. Jetzt hast du kein Wasser mehr. Oh, ups. Oh, okay. Ich hole mir mal kurz Wasser. Ich bin kurz Wasser holen, mein Freund. Ich mach den Hasen platt. Ich warte hier. Gleich. Warte. Beeilung. So, aufpumpen.
Ich komme. So eine Wasserschlacht, das wäre doch was. Das wäre cool. Achtung. So, und jetzt einmal bitte putzen. Einmal duschen. Einmal waschen. Perfekt. Und jetzt können wir Emily retten. Perfekt. Das übernehme ich gleich mal. Emily, willkommen zurück in der Stadt der Waddle-Dees. Ja, oder? Sehr gut. So, ich komme noch kurz hoch. Ja, wunderbar. Ein bisschen hier einsammeln. Und weiter geht's. Und da geht's. Drüben ist noch ein Poster von Kirby. Ah, das erledigst du, oder? Ja, kein Problem. Okay. Entferne 5 Gesucht-Poster in der Basis der Bestien. Ah ja, haben wir alle gefunden, ne? Ja. Super. Und jetzt Achtung, guck mal, was passiert. Oh nein. Boah, es geht ganz nach unten. Und ich sehe schon das nächste Vollstopf-Element. Ja, jetzt bist du der Automat. Der Automat. Okay. Dann? Hier kannst du geradeaus runter und dann musst du gleich mal auf Rabüffel spucken. Okay, kein Problem. Das. So. Und jetzt auch nochmal ein weiterer Hinweis für dich. Auf der linken Seite kannst du einen Stahlklotz, genau, umhauen. Boom. Und ich aktiviere den Schalter. Also okay. Mach ich mal, zack, mit dem Speer. Und jetzt laufen wir weiter. Achtung, nutz das Gitter, um dich zu schützen. Prinzip verstanden. Oh. So, hol das Brot. Und jetzt geht's zum Igel. Hier zum Igel. Und auf der rechten Seite wieder. Oh, fast noch runtergefallen. Jetzt hier. Boom. Perfekt. Und du aktivierst wieder den Schalter. Ja, ich werfe einen Speer rüber. Achtung nochmal. Ich habe jetzt nicht... Ah, okay. falsche Attacke, aber das passt schon. Falscher Alarm. Warte, ich laufe schon mal. Spring jetzt gleich runter. Und hey, nein. Ich bin baden gegangen. Okay, Konzentration. Und hepp. Oh, gut gemacht. Dankeschön. Nein. Vorsicht, Vorsicht. Ich hab mich treffen lassen. Und jetzt, weiter jetzt geht's, Kirby. Langsam nach links und jetzt kommt Rabüffel wieder. Achtung, das war knappe Kiste, aber wir haben es geschafft. Jetzt Schlange. So. Die musst du auch platt machen. Nee, hallo Schlange, ein paar Dosen und für dich. Hier wieder. Oh, ich falle runter. Nein. Stahlträger. Also, Stahlkisten meine ich. Ah, da drüben. Musst du kaputt machen. Boom, boom. Oh, einfach nach oben drücken, dann schaust du schon geradeaus. Okay, warte, jetzt. Okay, aber sei vorsichtig. Boom, boom, noch ein Schritt und du fällst runter. Boom. Warte, eins noch. Ja, ich dachte, ich habe alle getroffen. So, jetzt, komm, warte. So, jetzt. Jetzt. Und jetzt brauchst du die Treppe, also raus aus dem Automaten und rein in die Treppe. Okay, und da ist noch ein Kollege, der mich gesagt, hey, hol. Rette mich. Ja, ich wollte gerade sagen, lass meinen Freund frei. Jetzt zerquetschen wir sie mit der Treppe. Voll in die Lava geschmissen. So. Sehr gut. Achtung. Rüber. Und da oben ist ein Waddle Dee. Ich muss schnell ausspucken. Welcher Waddle Dee ist das da oben? Das ist Philipp. Philipp, wir retten dich. Soll ich ihn einsaugen? Ich hab Philipp gerettet. Super, willkommen in der Freiheit, Philipp. Ja, saug den gerne ein, da hast du den Sturm. Hey, komm her, du Sturm. Yes. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es hier weiter? Wir werden es rausfinden. Meine Lieben, bleibt katztastisch.